Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und mit mir spielt die Mathilde. Genau. Uns ist gerade was aufgefallen, das ist echt ärgerlich. Heinrich ist dumm. Was? Dies ist ja auch nicht aufgefallen, Mathilde ist auch doof. Wir hätten schon längst, also... Oh, hier ist auch noch ein Motor. In dem Spiel ist ja immer Mangelware. Ich habe ja nur, nichts drin gehabt. Das kann ich alles mitnehmen, das brauchen wir hier nicht. Jetzt gleich erstmal Holz haben. Ja, ich überlege gerade. Ich gehe das, ich zeig das nochmal. Boah, wir haben hier ganz viel, oh, hier ist ja ganz viel Eisen noch. Boah. Wo hast du das gefunden? Achso, im, ja, Batterien sind viele, ne, aber keine Motoren. Doch, ein Motor war noch drin, den habe ich genommen. Also zwei habe ich jetzt in meinem Inventar. Okay. Ja, nochmal ganz kurz, bevor ich es vergesse und losfahre. Es gibt ja Sachen, wenn man das schon mal gespielt hat, weiß, dass es das gibt. Das weiß man einfach hier. Dartrap hatten wir mal früher mal gebaut, war einfach scheiße. Wir hatten auch die Shotgun und die Auto-Turret früher mal gebaut. Ich weiß nicht, ob die bei der aktuellen Version besser sind. Auf jeden Fall waren die früher auch scheiße, haben viele daneben geschossen und dann ist uns aufgefallen, man kann ja Erdbohrer bauen. Früher war das so, um einen Erdbohrer zu bauen, brauchte man, glaube ich, den Erdbohrer. Ja, Erdbohrerteile, glaube ich. Erdbohrerteile und die konnte man nicht selber bauen. Und wenn man die erst hatte, konnte man das mit was anderem zusammenstecken. Und jetzt guckt da, braucht man einfach nur einen verfickten Motor, 10 geschmiedeter Stahl, Electrical Parts und einfach ein Bicycle Handbars. Und dann kann man sich schon einen Erdbohrer bauen. Das ist echt ein Witz. Und ich hoffe, du machst das auch gleich, lieber Heinrich. Nee, wann denn? Wir haben gerade noch Blade Traps 2 Minuten. Na, okay. Ach, siehst du, und du brauchst ja erst noch die Bicycle Handlebars, die müssen ja auch erst fertig werden. Richtig. Vorher kannst du es ja gar nicht in Auftrag geben. Richtig. Na, das ist ärgerlich. Kettensäge genauso. Dann braucht man demnächst viel Sprit. Ja, aber jetzt haben wir schon... Das macht natürlich die Erdarbeiten bei unserem... Ja, aber willst du... Unserer Zweitbasis viel, viel leichter. Ja, brauchst jetzt auch nicht mehr so richtig buddeln. Wir brauchen nur noch irgendwo einen Eisenschacht finden, oder mit, wo wir halt... Ja, so diesen Sicherheitsding. Sicherheitslücke, die möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ja, ich meine nur, da braucht man nicht mehr viel buddeln. Wir müssen da nur... Hier sind ja gerade viele Zombies. Folgen die mir? Ach, du bist ja auch hier in der Nähe, ne? Nee. Ja, ich hacke gerade Holz, um unseren Holzvorrat. Dann klatsche ich sie weg. Hallo? Stocken. Muss ja auch mal gemacht werden, ne? Nee, ist ja richtig, alles gut. Dann muss ich auch mal wieder neu pflanzen. Deine Kackpflanze hat mich gerade irritiert. Meine Kackpflanze? Ja, dein Baum ist mir gerade hier in den Weg gekommen. Beim Zombie-Klatschen. Da hinten kommen die Nächsten. Alter, ist eine Armee hier. Leuchtet Zombie auch. Ich glaube, dann komme ich mal zu dir und helfe dir vielleicht was. Ja, aber Leuchtezombie, was willst du denn gegen Leuchtezombie machen? Hm. Oh, scheiße. Kannst du machen, kannst du kommen, aber... Schleichschaden. Die sind da alle am Hang. Das sind echt mehrere. Oh, er kommt. Uhu. Oh, tot? Ah, es wird trotzdem nicht verkehrt, wenn du kommst. Coming. Man kann ja noch mit Schleichschaden arbeiten. Ja, das bringt ja aber nur was, wenn sie dich nicht sehen. Wir sehen sie auch nicht. Ja, und
schon alles kaputt. Oh, der ist auch schnell. I juke it! Mir ging es nur darum, erstmal die ganzen Schreihalse loszuwerden. Mhm. Oh, die restlichen klopp ich weg. Achtung, hinter dir. Da sind gerade welche rausgesprungen. Okay. Gut. Danke für deine Hilfe. Bitte, bitte. Oh, ich kann schon wieder ernten. Ja, irgendwann, wenn wir unsere Basis da fertig haben, können wir hier auch mal mit nochmal mit Stacheldraht und so ein bisschen reparieren. Ja, aber der Plan ist ja auch, dass wir die nächste Nacht drüben verbringen. Nee, ist ja richtig, aber damit die Basis hier ein bisschen geschützt ist, also. Ja, ja, klar. Oh, aber was ich beim Ernten hasse, wenn ich so ein bisschen daneben schlage. Aus die Erde kaputt. Nee, nicht die Erde kaputt, dann ziehe ich die Saat wieder raus. Ah, falsch rum. Ich fahre immer falsch rum. Hui. Oh, voll sehe ich gerade. Hört mal. Wir sehen uns. Hey, nein, nicht die Kartoffel essen. Bist du blöd? Oh. Ja, Zombie-Action am Morgen vertreibt immer Kummer und Sorgen. Ja, ich komme dann demnächst nach. Ja. Muss erstmal Generator aufstellen. Dann mal gucken, wo wir die Blade Traps hinsetzen. Du bist durstig. Trinke Flüssigkeit. Schluck, schluck, schluck. Ja, lockt die Schreitus hier auch Leuchteviecher an. Das ist ja voll doof. Ja, die werden halt immer anspruchsvoller zum Beispiel. Sagt, muss auch, ne? Sagen. Genau. Ich würde den Motor dann einfach mitbringen, ne? Ah ja, ich habe die ja nicht abgeholt, ja, Entschuldigung. Habe ich gerade vergessen, weil ich so im Zombie-Action war. Alles gut. Zombie-Action. Ja, wo meinst du, soll ich den Generator hinstellen? Das müsste ich mir einmal vor Ort anschauen. Ja, super. Jetzt bin ich hier und warte. Ja. Ich würde sagen, bei dem unteren Ding. Hier? Hm. Das heißt... Ja, da wollte ich doch noch ein bisschen da die Seite so ein bisschen weghacken. Dann kann man das da nämlich so ein bisschen reinstellen. Seite weghacken. Ich muss ja eh erstmal die Geländer fertig bauen. Da fehlen ja noch welche, bevor ich da anfange mit Verkabelung. Hm. Und mal hier was fertig gebaut. Oh, hat man nicht einen Auftrag gegeben. Soll ich dann die Handlebars mitbringen? Ich bring die Handlebars mit. Ich kann die hier nicht... Doch, ich kann sie hier bauen. Was brauchst du sonst noch, Ben? Mechanical Parts, Motor,
Ne? Geschmiedeten Stahl haben wir hier ein bisschen, aber wir haben hier keine Gitter mehr. Keine Gitter mehr. Hier haben wir auch keine Gitter. Das waren die Eisenstangen. Mhm. 50, mehr kriegen wir nicht raus. Ein bisschen Licht hier reinbringen. Ist ja so dunkel hier. Mach das. Na, hier bin ich noch nicht sicher, was ich da mache. Restlichen packe ich erstmal in den Schrank. Nee, weißt du was, ich baue den hier oben hin. Nicht zu weit hoch, ne? Weil, ach so, ja, ja gut, da müssen wir halt mehr, hier Dings. Verteiler. Electric Wire Relays machen. Ja. Apropos, Electric Wire, Electric Wire. Ist denn so ein dämliches Tool? Da. So, dann komme ich mal vorbei. Ich fahre allerdings mit dem Motorrad. Das ist schneller als das Auto. Ja. Wo noch diese... Battlestone. Jetzt hat das nächste Stück nicht schon gesehen. Auch einfach ein bisschen. Bringe dir auch Stahl und Eisen mit. Mein Lieblingssteinplattenblock, warum ist der kein Favorit mehr? Vielleicht hast du ihn entfavorisiert. Kann mir nicht vorstellen, aber. War ja so der Fall. So. Nee, weil, das ist ja hier alles Sand. Und ich wollte wenigstens, dass er hier irgendwie auf festem Boden steht. Mhm. Nicht, dass der hier irgendwie durch irgendwie Polizeispucke kaputt geht oder so, weißt du? Hm. Da habe ich ja. Ja, du kannst das ja gerne noch ein bisschen tiefer machen, das ist ja kein Problem. Mach ich auch, ich muss nur kurz gucken. Ich will ja nicht in den Flur landen. Ah, da kommt wer. Wer wird das wohl sein? Hallo. Ach. Ich glaube, ich habe meine Schaufel nicht mit, ich Dödel. Brauchst du dir eine? Na, ich gucke erstmal, vielleicht habe ich die auch hier irgendwo hingelegt oder so. Na gut, hast recht, dann baue ich mir eine. Wieso kann ich mir keine Stahlschaufel machen? Ach so, weil ich eine Werkbank dafür brauche. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha
dauert jetzt ein bisschen, dann mache ich noch ein paar Eisenstangen. Sind es eigentlich schon Auftrag gegeben? Ja, ich habe mir schon welche genommen. Fantastisch. Fantastisch. Weiter. Nicht. Das war nicht so wirklich. So, jetzt müssen wir das hier natürlich noch schießen. Denk daran, vielleicht so Metallluken zu machen, damit ich mit dem Kabel durchkomme. So. Weil durch die Gitter komme ich ja nicht mit dem Kabel. Ja, das kann man, wenn hier an der Seite noch machen. Oder man macht die nochmal weg. Oh, der Generator ist jetzt eine kleine Nische. Da bauen wir den jetzt schön rein. Eigentlich könnte man noch einen Stein davor setzen. So. Jetzt brauche ich Brille. Ah, warte mal, ich pack dir mal Stahl und Eisen und die Handlebars und einen Motor in die Werkbank. Ja. Ist doch eigentlich okay, wenn ich hier so runterbaue, oder? Jup. Jetzt da mal einen hin. Dann nehme ich hier meinen Verlängerungs... Ich kann auch noch einen hier hinsetzen, weiter unten. Dann können wir das sozusagen von da oben nach hier unten weiterführen. Ach, scheiße, falsch rum. Nee, richtig rum. Ja, mach mal. Machen wir mal vielleicht dahin. Genau. Kommst du da ran? Warte, ich muss mal kurz das Wire-Tool nehmen. Jetzt hier auch runtergeworfen, aber wenn es geht, dann geht's. Ja. Perfekt. Dann gehe ich mal ganz runter und ich habe ja einen Blade Trap dabei. Ich habe auch noch zwei. Dann können wir die ja schon mal hinsetzen, weißt du? Und dann können wir weiter planen in unserem Masterplan. So. Ladetreppe. So, siehst du das, wo ich die hinsetzen würde? Ah. Da so beim Übergang von, ja, da ist, denke ich, okay. Das denkst du, okay, so auf dem Asphalt dann, ja? Ja, warte mal ganz kurz sonst. Ich mach mal kurz die Schaufel. Ich mach hier mal noch ein bisschen Platz weg. Ja, das können wir ja, das ist ja kein Problem, das, Schaufeln. Weil, ja, nee, weil dann dachte ich mir, dass man die so hinpackt, warte. Ja, schaufeln auch noch mal ein bisschen jetzt. Dass die sozusagen hierhin abschließt. Wohin? Na, das, was ich jetzt hier gerade noch wegschaufel, damit das gerade ist. Na, dass das hier so am Rand, wo ich jetzt stehe, dass da sozusagen die aufhört und dann darüber. Aber hier so auf dem Asphalt? Nee, schon hier so. Hier so, da? Ja. Wo du jetzt stehst? Ja, wo ich jetzt weggegangen bin. Ja, genau. Klack. Dann brauchen wir... 1, 2, 3, 4. Warte, ich habe ja auch noch 2. Ich habe noch ein... Warte, wir brauchen ja nur einen Stromkreis eigentlich, ne? Ja, ich würde aber tatsächlich ein paar mehr machen ja, wollen. Ich auch. Weil wenn eine Blade Trap nämlich kaputt ist... Ja, warte mal. Ich würde es auch so machen, dass wir quasi von... Ja, wenn du ein Stückchen weiter vorgehst, kann ich einen Blade Trap da platzieren. Nee. Ich will da noch mehr Verteiler hinsetzen, dass die da jedes Blade Trap nur ein Kabel hat zum Verteilen. Ja, ne? Das war ja auch mein Gedanke. Das heißt, ich müsste ja hier nochmal einen rumsetzen. Einmal hier und einmal so.
Und der ist schief, aber egal. Weil dann reichen die Verteiler ja auch erstmal. Vielleicht zieht man später mal einen zweiten Strang runter. Oh, da oben ist was kaputt vom vom Beton. Warte, wo? Oh, ja. Unterkante. Genau, und dann wollte ich ja noch welche da oben drauf gerne machen. Mhm. Ja, cool. Hier ist nur noch eine Blade-Rip müsste zwischenpassen. Ja. Die müsste ja fertig sein, oder? Ja, allerdings in der anderen Basis natürlich. Ja, ich fahre da mal schnell hin. Hol die mal, dann haben wir die schon mal fertig. Mach mal. Elektrozäune habe ich auch dabei. Sehr schön, dann können wir die nämlich hier noch draußen rummachen. Mal kurz warten. Ich habe hier eine Zombie-Horde. Oh, 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 oh. Weil die sind sehr nah an deiner Basis. Ich mach die, klatsch die mal kurz weg. Klatsch die mal weg. So, komm mal her. Vier Cheerleader und zwei von diesen größeren Damen. Oh, 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 du verlierst Blut. Verlier auch kein Blut, Heinrich. Ich klatsche euch trotzdem weg. Habt ihr jetzt Glück gehabt, einen Glückstreffer. Den gönne ich euch. Oh, ich war... nicht, das ist mein Heinrich. Darf nur ich blutig hauen. Ah, stehst du auf, stehst du auf, stehst du auf? Nein, gut. Was habt ihr mir viel hingelegt? Schrotflinte. Zerlegen. So, den Rest kann man auch gebrauchen. Ich dachte mir, bevor die zu uns kommen und dich überraschen, ja, würde ich sie nochmal schnell. Danke, das ist sehr fürsorglich von dir. Ja, so bin ich. Ich weiß. So bin ich. Ausnahmsweise. Hm. Blade Traps. Wie wollen wir das denn über uns machen? Du hast ja zwar ein Gitter, wollen wir dann die Mitte freilassen, dass die zwar drüber laufen können und an den Seiten, damit sie die Seiten nicht kaputt machen, machen wir Stacheldraht und so? Verstehe nicht ganz, was du meinst. Ja, die sollen ja überlaufen. Ist ja ein Überlauf. Unser Dach, genau, ne? Dass die da drüber dann runterfallen. Ich hab nur Angst, dass die dann links und rechts die Steine kaputt hauen. Und dachte mir, dass sie das eben nicht machen, packen wir da halt irgendwie Stacheldraht dran oder so. Ah, deswegen buddel ich das doch hier gerade extra weg, damit die da direkt runterfallen. Von oben. Oh, hier ist sogar die Verbindung kaputt. Na gut. Ja, mach mal. Gucken wir. Gucken wir nochmal. So. Wie sieht's, wenn ich hier bin, mit Essen und Trinken aus? Trinken habe ich selber dabei, okay. Kleinigkeit zu essen vielleicht, so ein Hotdog. So. Oh, kein Blade Trap mehr drin. Keinen Auftrag gegeben, fuck. Ja, ich kann keinen Auftrag, ich kann die nicht. Du kannst die aber hier machen, ich habe extra Stahl und so mitgebracht. Ja, dann komme ich wieder, dann... Hat sich die Fahrt. Und hier Electrical und Mechanical Parts habe ich auch mit. Gut, dann war es eine Fahrt. Für nichts. Aber es wäre cool, wenn du dann demnächst den Erdbohrer. Ja, können wir ja noch machen. Den Erdbohrer. Ich meine, ich bin dann wahrscheinlich hier mit meinen Erdarbeiten fertig, wenn der Erdbohrer fertig ist. Aber du, ich bin, ja. Brauchen ihn eigentlich nicht mehr. Kein Kommentar.
Also das Einzige, was wir vielleicht nochmal bauen sollten, ist vielleicht, wenn wir unsere Motorräder dahin fahren, irgendwie einen Unterplatz, Unterstell oder so, unter Dingsbums. Ich würde tatsächlich dann eher die Motorräder und so immer mitnehmen und irgendwie naja, die Kiste packen. Wir können sie ja, genau, wir können sie ja einstecken. Ja. Ja, bisher sind sie ja nicht an die Fahrzeuge gegangen, aber ich fühle mich sicherer, wenn das Fahrzeug in Sicherheit ist. Bei der blutroten Nacht. Ja. So geht das ja, aber ja, war schön. Bin mal kurz ein bisschen rumgecruised. Ja, ist doch auch nett. Heute ist doch auch unser ruhiger Tag. Ja, haben wir uns auch mal verdient hier. Genau. Nachdem wir beide gestorben sind, viel mal wieder. Genau, wenn ich gerade. Wolf. Ja. Wo denn? Nicht weit von uns. Ach, da ist das Wölfchen. Ja. Er sieht mich nicht. Soll ich schießen? Warte. 3, 2, 1, Feuer. Ja. Ja, ich habe Schleichschaden, du auch wahrscheinlich auch, ne? Ja. Gut, kannst du schlachten, wenn du willst. Oh, ich bin hier aber gerade ganz oben. Oh. Hast du kein Messer dabei? Nein, habe ich nicht. Ah. Ja, auch ich gehe schon. Ja, ich habe das Messer. Ich habe auch ein Messer. Na siehst du. Hatte nur keine Lust. Ja, toll. Ich muss hier erst runterkrechseln und du stehst unten. Ja, und? So. Tot. So, die 25 hier Zäune da sollten ja eigentlich auch reichen. Soll ich die so im Halbkreis davor setzen? Ja. Hä? Brauchen eigentlich keinen großen Abstand, ne? Du musst aber auch nicht so viele aufstellen. Ja, ich weiß. Eigentlich brauchen wir nur 4 oder 5. Ah, die Schrägen mögen sie nicht. Ich könnte hier noch an der Seite welche machen. Falls so hochklettern. Ja klar, wieso nicht? So, jetzt nehme ich mir mal mein Werkzeugli. Machen wir mal Taschenlampe, wird schon dunkel. Ah, hier. Kann ich da einfach ran? Das verschwindet hier noch alles. Upsi, dupsi. Ich hab Scheiße gebaut. Das war wieder die rechte Maustaste. So, der äußerste ist er hier. Dann von ihmchen ziehen wir nach ihmchen. Von ihmchen ziehen wir ihmchen. Und so weiter und so fort. So, und den packe ich wieder da an den Verteiler. Wie das passt? Nein! Was machst du denn? Ah, da fällt ein Verteiler oder das ist noch was im Weg. Du musst beim Verteiler anfangen, mein Liebling. Nee, ich bin ja vom Verteiler einmal rum. Hat er den abgemacht? Nee, der ist ja an einen Verteiler dran. Ich wollte, dass er vielleicht im Kreis ist, aber dann lassen wir das so. Ach so, nee, Kreis geht nicht. Dann lasse ich das so. Dann ist der dran. So, dann machen wir da mal einen Motor. Du hattest noch einen Motor im Auto? Oder Motorrad? Vor allem ist jetzt hier scheiße. Nee, die habe ich in eine Werkbank gepackt, die Motoren. Okay.
Damit du an die dran kommst. Gut, dann gehe ich da mal hoch. Ja, ich will die hier nochmal testen. Ah. Wo bin ich denn hier? Ja. Dann ist es ja tatsächlich sogar die Nacht von Tag 70, die wir hier verbringen. Huhuhuhu. Und Tag 70 ist er bald, ne? Ja, ja. Und wenn du noch mehr Blade Traps hast, darfst du die selbstverständlich. Würde ich die selbstverständlich gerne oben aufstellen. Hm. Na, ich habe keinen Sprit mehr. Achtung, ich schalte ein. Jo. 3 Blade Traps laufen. Ich probiere nicht den Zaun aus. Na gut, ich probiere den Zaun aus. Probier den Zaun aus. Er läuft! Juhu! Ich mach wieder aus. Power 99, aber der braucht definitiv mehr Motoren. Aber wenn da noch eine Blade Trip hin ist und dann für den Stromzaun, dann reicht das ja unten schon mal. Dann reicht echt so ein Generator. Juhu. Ja, aber ich würde tatsächlich trotzdem noch vor der Basis selber irgendwie gerne noch irgendwie Stacheldraht oder irgendwas würde ich da gerne noch aufstellen. Ja, das auf jeden Fall. Aber wir brauchen keinen Generator, darauf wollte ich hinaus. Achso. Wir finden die Mechanical Parts. Ich habe ganz viele. Du musst zu mir kommen, ich gebe dir welche. Das ist schön, Eichtel. Bis unten, ne? Ja, ich buddel. Hier, Buddelise, gib her. Bist du? Hinter dir. Da, hi. Da, hier und Electrical Parts auch noch. Tada. Tada, danke. Ist es vielleicht sinnvoll, wenn wir morgen so ein bisschen Autos auseinanderschrauben gehen? Ja, wenn wir Sprit und Motoren brauchen, auf jeden Fall. Gut, also morgen Auto looten. So. Wo bist du? Erdbohrer. Fertigen. Warum? Was fehlt mir denn? Ah, hier bräuchten wir doch noch ein Blade Trap eventuell. Verstehe gerade nicht. Ist da vielleicht noch irgendwie so ein kleines Buch daneben oder nee, so? Nee, aber ich hab's noch nicht gelernt irgendwie. Dann ist das wahrscheinlich irgendwo in den Fähigkeiten. Hm, gucken wir gleich nach. Aber ich glaube, ich habe eh keine Punkte mehr. 2 Punkte habe ich noch. Ich denke mal unter Intelligenz, ne? Turret, Cainsaw. Ja, dann müsste ich da nochmal einen Punkt kaufen, habe ich aber, kann ich aber nicht. Hm. Scheißen Dreck. Muss man echt, Battery Banks. Ja, Advanced Engineering. Ja, das war dein Job. Naja, fehlt mir, aber ich kann den letzten noch nicht nutzen, warum auch immer. Intelligenz habe ich aber schon oft von 10 auf 10. Ich verstehe nicht, warum ich da nicht kaufen kann. Nicht genügend Punkte? Ich habe 2 Punkte. Ja, wahrscheinlich kostet das 5 oder was, so. Was brauchst du unten rechts 5? Da musst du ja sehen, was dir fehlt. Dann gehst du auf deinen Schlüssel. Level 100. Aha. Level Bist du schon 100. Level 100? Na, natürlich nicht. Was ist ja hart, ey. Wenn ich Level 100 bin, brauche ich das auch nicht mehr. Also wir können eine Level einen 89. Erdbohrer erst Level 100 bauen. Ja. Und eine Chainsaw? Ja, wahrscheinlich dasselbe. Ja. Gronkh, der Glückliche, der hat das Spiel von vorne nochmal angefangen und gleich am Anfang irgendwie einen Erdbohrer gefunden. Das ja gut, wenn man ihn findet, ist das was anderes. Ja. Aber das ist einfach nur Glück. Aber dafür findet er keinen Messbecher.
Also, was du an Blade Traps in Auftrag geben kannst, gib in Auftrag bitte. Wir brauchen hier oben ja wahrscheinlich auch nur 3 oder 4. Ja, wir brauchen hier unten doch noch ein paar mehr, weil ich ja das hier noch nicht fertig verbreitert hatte. Du musst es ja nicht verbreitern. Doch. Du sollst doch Steine gegenhauen. Da sollen noch Steine hin. Hier sollen Steine hin? Ja. Warum? Seit wann? Es ging ja nur darum, dass die nicht die Seite, die sich in die Erde bohren. Es ging vor allem darum, dass die da runterfallen und nicht auf uns drauf. Ja, das auch, aber ich wollte dann nur eine Schicht Steine haben, dass die nicht reinbuddeln. Und dann, ja, so an der Seite könnte man vielleicht nochmal einen machen, ja. Mach einfach Blade Traps. Ich mach da jetzt nicht 5 Blade Traps noch in die Ecke hin. Definitiv nicht. Da kommt noch einer hin, das reicht. Dasselbe muss der auf der anderen Seite auch nochmal machen. Sind also nochmal 2. Oh, es ist jetzt die Nacht. Der Joe schließt. Hä? Der Laden hat gerade geschlossen, hast du es nicht gehört? Nö. Gut, dass ich das höre und du nicht. Na gut, dann komme ich mal hoch. Lad mal mein Zeug ab, dass ich noch die ganze Zeit gerade mit mir rumschleppe. Ah. So, ein Motor kann ich ja da nochmal reinpacken. Ja, jetzt höre ich, dass Trader Joe zumacht. Ja, ich habe ja vorher auch schon gehört. Aber mir hat er gerade jetzt erst zugemacht. Ja, bei mir war er länger offen. Nee, nicht länger offen. Das erste ist, glaube ich, nur eine Warnung. Und beim zweiten macht er es halt richtig zu. Ach so. Ja, scheiße, ey. Kein Erdbohrer. Mach mal ein bisschen Wasser. Ja. So, dann gucken wir mal, was wir da noch zu machen. Guten Eindruck. Wo waren jetzt diese verfickten Blade Traps? Da. Ach ja, Electrical Parts. Wo waren die jetzt wieder? Zack. Also oben brauchen wir nochmal 5. Und wir können keine bauen. Da, 4 da, 6. Das sollte ja wohl reichen. Gut. Und das kann auch raus. Das auch erstmal. Ja, wir könnten höchstens noch Gitter machen, aber... Weil die Gitter waren ja, glaube ich, noch nicht fertig unten und oben. Mhm. Aber sonst, ja, nimmt das doch hier Gestalt an, Mensch. Jo. Oh, einer hat bei seinem Motorrad das Licht angelassen, ist auch gut. Brauchen wir keine Fackeln. Warst du, glaube ich. Ja, ist okay. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar da oder ein Abo oder alles. Alles. Lasst mal alles da. Würde mich freuen. Lasst mal einfach alles da. Solange wir keinen Erdbohrer haben. Handarbeit. Zack. 1, 2, 3, 4 Schläge brauche ich. Verdammt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.